Hallo, ich bin Laura. Ich habe meine Ausbildung beim Jan Wittjes in Krefeld gemacht, bin aber in der Innung Mülheim-Oberhausen und das ist mein Gesellenstück, der versteckte Sekretär. Ich habe den versteckten Sekretär aus dem Grund gebaut, dass ich einen Ort brauchte, wo all meine Bastelsachen drin sind. Ich habe eine doch relativ große kreative Ader und deswegen wollte ich einen Schrank haben, der von außen super unscheinbar ist, aber von innen ein kleines Oho bietet. Und das ist eben die Schreibtischplatte zum Feststellen und zum Aufklappen. Ich habe als Materialien hauptsächlich MDF verwendet, weil ich das Material einfach so cool fand. Ich wollte auch nicht alles auf Spanplatte machen, weil ja, so ein bisschen schlägt ja das Tischlerherz dann doch noch in mir. Der Innenkorpus ist zwar aus Spanplatte, der Rest ist aber komplett Multiplex mit einer HPL-Beschichtung. Die Türen habe ich aus Grund der Steifigkeit des MDFs aufs MDF gemacht, habe die Kantenanleimer selber gemacht aus Multiplex. Und dann habe ich hier meine Ulrike. Danke. Das ist aus unserem TS-3-Lehrgang. Und dann kriege ich noch das Licht hier drin an, um hier dran zu arbeiten.